Münchner Jakobsweg, Etappe 8, Hohenpeißenberg, Rottenbuch. Mit der S-Bahn fahre ich nach Pasing. Von dort aus geht es mit der Regionalbahn weiter nach Hohenpeißenberg. Meine Tickets habe ich mit der DB Navigator App gekauft und auch ausgedruckt dabei. Wenn dir mein Video gefällt, bitte ich dich, es zu liken und meinen Kanal mit dem Klick auf die Muschel zu abonnieren. Grüß euch, gut miteinander. Heute melde ich mich aus Hohenpeißenberg. Heute ist der 22. April, es ist ein Samstag. Und jetzt heute laufe ich die Etappe des Münchner Jakobsweges von Hohenpeißenberg nach Rottenbuch durch die schöne Ammerschlucht. Nachdem es jetzt ein paar Tage oder Wochen sogar geregnet hat und super nass war und kalt, ist heute der erste Tag, wo es richtig sonnig sein soll und die Temperaturen bis 20 Grad sein sollen. Und ihr könnt hier das wieder mal das Alpenpanorama bewundern. Der erste Wegweiser auf den Jakobsweg. Links geht es Richtung Ammerschlucht. Die Natur grünt und blüht. Der Frühling ist im vollen Gange. Ich höre auch die Vögel zwitschern. Und da geht es dann weiter. Hier sehe ich einen Wegweiser, der mir jetzt sagt, dass ich hier rechts muss und dass es noch 3 Kilometer bis zur Ammerschlucht sind. Also gerade ist der Weg schon etwas wild romantisch. So, ich bin jetzt relativ steile Pfade heruntergelaufen, bin einmal sogar etwas den Hang runtergerutscht. Und habe aber Gott sei Dank meine Stöcke dabei und möchte bei der Gelegenheit mal Werbung machen für das Video von
meine Mitpilgerin Gigi aus Nordkalifornien. Die hat nämlich ein total schönes Video gemacht über den Einsatz und Nutzen von Wanderstöcken. Ich stelle euch einen Link dazu bereit. Laut Wegweiservorhin habe ich noch ca. 40 Minuten bis zur Ammerschlucht. Aber ich glaube, ich laufe hier schon parallel dazu zum Fluss. Man hört das Rauschen. Und da vorne geht's weiter. Nachdem ich mich hier am Ufer des Flusses eine kleine Stärkung gegönnt habe, geht es dann gleich weiter. An dem Wasserlauf hier gibt es lauter Dämme aus Ästen und so weiter. Ich frage mich, ob hier vielleicht ein Biber sein Unwesen treibt. Der letzte Wegweiser vor der Ammerschlucht. Eine Viertelstunde scheint es noch zu gehen. Bin schon mal gespannt. Ja, ich bin jetzt hier an einer sehr pittoresken Brücke angekommen. Laut den Wegweisern für den Jakobsweg geht es jetzt hier den Hang hinauf. Bin mal gespannt, ich versuch's mal. So, jetzt ist es soweit. Das ist jetzt der Weg in die Ammerschlucht. Bin jetzt erstmal das Hochufer raufgestiegen und jetzt geht es, glaube ich, rauf und runter und so weiter. Schauen wir mal, wie die Wege hier sind heute. Hier sieht man einen Holzbohlenweg, der von Wasser überspült ist, was natürlich tendenziell ein bisschen kritisch ist. Also man muss aufpassen, dass man nicht ausrutscht. An der Stelle hier allerdings ist es relativ unspektakulär, wenn man ausrutschen sollte. Man fällt nicht tief. Hier sieht man diese berühmten Bodengitter. Aber soweit scheint das eigentlich ganz machbar aus alles. An der Stelle hier riecht es ziemlich stark nach Knoblauch und hier wächst anscheinend lauter Bärlauch. Eine kleine Pause auf einer Bank am Wegesrand.
Wege in der Armerschlucht recht matschig waren, habe ich mir an dieser Stelle dann meine Stiefel notdürftig gereinigt. So, das ist jetzt das Ende vom Lied mit der Ammerschlucht. Jetzt geht es wieder bergauf nach Rottenbuch. Vor dem Einlaufen in Rottenbuch nochmal ein Blick auf das wundervolle Alpenpanorama. So, am Ortseingang von Rottenbuch zweigt dann der Jakobsweg ab über diese Weide hier. Und führt dann an einem Elektroviehzahn entlang zum Kloster in Rottenbuch. Jetzt bin ich beim Kloster von Rottenbuch angekommen. Und ich werde mit Salutschuss empfangen. Ich bin in der Klosterkirche in Rottenbuch angekommen und habe dann meinen nächsten Pilgerstempel geholt. So, die letzte Station meines heutigen Weges ist erreicht. Die Klosterkirche. Ich habe meinen Stempel geholt. Ich habe die Kirche innen gefilmt. Heute ist Schluss. Erstmal, ich gehe jetzt in meine Unterkunft hier in Rottenbuch. Und ja, morgen geht es weiter zur Wieskirche und nach Steingarten. Nachdem ich in einem Café ein Stückchen Apfelkuchen und ein Pilgerweißbier zu mir genommen habe, beziehe ich Quartier in der Pension Gänseblümchen und genieße noch eine kleine Erfrischung in Form einer Holunderscholle. Danach wasche ich meine Wäsche im Scrubberbag und hänge sie dann im Zimmer an der Pilgerwäscheleine auf. Von Hohenpeißenberg aus habe ich für die 14,6 Kilometer ca. 4 Stunden gebraucht mit 2,75 Stunden reine Laufzeit. Wie es am nächsten Tag weiterging, seht ihr in meinem nächsten Video.